Hallo, schön, dass du da bist, Bewegungskind. Dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin dein Bewegungscoach für Körper und Geist. Als zweifache Mama ist es meine Mission, Bewegung in den Alltag von Familien zu bringen. Und ich möchte dich dazu inspirieren, Bewegung für dich neu zu entdecken und die Liebe zu deinem Körper kennenzulernen, um so ein Vorbild für deine eigenen Kinder sein zu können, um so deine eigene Zukunft zu beeinflussen. In dem heutigen Interview darf ich Manuel Guerra von Gravity Coach begrüßen. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass dieses Interview wirklich sehr, sehr, sehr inspirierend ist. Und ich darf dich dazu einladen, Zettel und Stift bereitzulegen, um dir vielleicht die ein oder andere Sache zu notieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. So, ihr Lieben, heute darf ich Manuel Guerra in meinem Interview bei Bewegungskind begrüßen. Und lieber Manuel, ich freue mich so sehr für deine Zeit, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei Bewegungskind. Danke, dass ich hier sein darf. Manuel, ich habe dich bei Instagram kennengelernt und habe da deine Arbeit schon eine Weile beobachtet. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor, erklär mal, wer du bist und was ich jetzt noch nicht gesagt habe, was deine Mission und deine Arbeit auf dieser Welt ist. Ja, also ich bin grundsätzlich Personal Trainer hier aus Düsseldorf. Und ich arbeite mit Bewegung. Und was meine persönliche Leidenschaft tatsächlich ist, Bewegung erklärbar zu machen. Ja, wir haben ja alle diesen wunderbaren Körper, aber keiner versteht wirklich damit umzugehen. Es wird einfach nur benutzt. Und ich versuche halt so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Warum spinnt er vielleicht ein bisschen rum? Vielleicht muckt man das oder warum komme ich im Sport nicht weiter? Und dann darf ich da quasi ein bisschen aufklären. So eine Art Bedienungsanleitung oder bestes Verständnis für den Körper. Und du hast ja das Projekt Gravity Coach ins Leben gerufen. Magst du dazu noch ein paar Worte verlieren, bitte? Ja, man muss dazu sagen, dass ich hier in Düsseldorf nicht der einzige Personal Trainer bin. Bis hatte ich mal am Überlegen, was für einen Namen gibt es dem Kind? Bin ich jetzt Manuel? Jetzt hast du ja versucht, meinen Namen auszusprechen. Guerrera. Ja, einer der PTs, also einer der Personal Trainer. Und dann habe ich halt so ein bisschen sinniert und habe halt überlegt, ja, was ist denn so meine Kernaufgabe? Um das abzukürzen, ich habe dann festgestellt, egal was ich mache, ob ich jetzt Golf unterrichte, Ski, Mountainbike, Gymnastics, Yoga, alles funktioniert nur über Schwerkraft. Und wenn man mal ganz genau hinschaut, funktioniert der Körper auch nur so, wie er funktioniert, wegen der Schwerkraft. Er ist quasi eine Antwort auf die Schwerkraft. Und dann kam ich halt irgendwie auf diesen Begriff, eigentlich ist halt eben ein bisschen schöner, Gravity. Dann habe ich überlegt, okay, Gravity Coach vielleicht, ne, weil das vieles, was du ja machst, auch Haltung erklären über Schwerkraft. Also die Schwerkraft ist halt immer ein Medium, womit ich erkläre. Und dann durfte ich halt feststellen, Gravity Coach ist halt noch frei als Begrifflichkeit. Das nennt sich keiner so. Und dann habe ich dem Kind, wie gesagt, diesen Stempel aufgedrückt. Dann bin ich halt eben der Gravity Coach. Ja, das ist quasi mein Künstlername. Sehr cool. Wenn man auf deiner Seite mal so ein bisschen hoch und runter scrollt und auch auf deiner Homepage, sieht man ja, dass du ja insgesamt wahnsinnig beweglich und sportlich bist. Wann war der Punkt oder zu welchem Zeitpunkt bist du denn mit Sport und Bewegung in Kontakt gekommen? Wann war der Punkt, wo du dich selbst erfunden hast? Es fing früh an, aber es war mir nicht bewusst, dass das was mit Sport zu tun hat. Also ich war schon immer der Junge, der im Wald sich aufgehalten hat, viel auf Bäumen rumgeklettert ist und halt immer aktiv. Ich war halt immer in der Natur aktiv. Das ist auch etwas, was ich mir bis heute bewahren konnte. Phasenweise mal weniger. Jetzt wird es wieder ein bisschen mehr. Ein schon kleinen Hund da unten. Und das macht ja was mit dir. Du darfst dich ja da ganz anders verhalten in Bewegung, als wenn du halt eben in vier Wänden bist oder sonst wo eingeschränkt bist. Und irgendwie ist dann aus dieser Leidenschaft, viel in der Natur sein zu dürfen, eine zweite Leidenschaft entstanden. Das war das Mountainbiken.
Und ich komme jetzt hier aus Solingen, das ist das Bergische Land. Also, das sind jetzt hier vielleicht 300 Höhenmeter. Ja? Aber wir haben halt schon ein bisschen Profil in den Wäldern. Und dann habe ich mich halt ins Mountainbiken verliebt. Schön die Berge hoch, die Berge runter, alles wieder mit Natur verbunden. Da wurde es dann natürlich ein bisschen leistungsbezogener, weil ich wollte natürlich dann auch Rennen fahren und dann merkst du halt, okay, du kannst mit diesem Körper auch Leistung abrufen. Aber es war halt immer die Verbindung mit der Natur. Dann kam so ein bisschen das Ding, ich war halt immer sehr dünn, gerade auf dem Bike. Ich wog halt mit 1,78, 66 Kilo und ich wollte schon gerne ein bisschen männlicher wirken. Und dann fing das halt mit dem Fitnessstudio an. Und da muss ich sagen, das war so eine Reise von, lass es mal so 10 Jahre gewesen sein, wo ich dann so den Kraftsport gefrönt habe, musste aber dann am Ende erkennen, gut, ich habe mir jetzt noch einen sportlicheren Körper, zumindest von der Optik erzeugt, aber es macht keinen Spaß mehr, ihn zu bewegen, weil ich halt eine leichte funktionelle Skoliose. Das heißt, eine kleine Verwindung im Körper, die haben wir alles, was wild ist. Aber durch den Sport habe ich das ein bisschen verschlimmert, weil ich halt einfach nur stupide mich bewegt habe. Und dann kam dann so, ich sage jetzt mal mit Mitte 30 noch mal eine Kehrtwende, wo ich dann feststellen durfte, es gibt viel mehr zu entdecken, was Bewegen betrifft. Das sind dann auch solche Dinge, die du auf der Webseite siehst, wo ich versuche, ein bisschen freier mich zu entfalten, was Bewegen betrifft. Dann mal so ein bisschen in den Handstand mich da reingefummelt, ein bisschen Capoeira angefangen. Und ganz viele andere Dinge, die ich so ein bisschen mal angeschnitten habe. Genau, das ist so meine Reise. Die geht noch weiter, aber damit man so einen kleinen Einblick bekommt, wo ich da eigentlich gerade stehe. Das Ja, wollte ich sehr cool, einfach. vielen Dank. Ganz kurz darauf noch aufbauend, wenn du da mal reinfühlst in diese Vielfältigkeit, die du ja gerade schon angesprochen hast, wie wichtig ist das genau für den Körper aus deiner Sicht? Sehr. Das ist mitunter das Wichtigste. Warum ist das so wichtig? Da habe ich gestern noch ein schönes Gespräch gehabt mit einem Kollegen. Was für uns halt als Kind super spannend ist, die Welt kennenzulernen. Wir bekommen ja ohne Ende Informationen und wir sortieren dann halt, boah, das ist interessant für mich, das ist weniger interessant für mich. Aber alles ist plötzlich erstmal in irgendeiner Form relevant. Und Kinder sind ja grundsätzlich offen für alles. Das wirst du ja wahrscheinlich noch am besten erleben. Ich weiß nicht, wie alt Ja, die sind. zwei und fünf. Ja, die saugen, die saugen. Ja? Definitiv. Und irgendwann kommt so der Punkt, da meinen wir so als Teenager ein bisschen besser die Welt zu verstehen. Und dann kommt irgendwann der Punkt danach, dann sind wir so ein bisschen in unseren Bahnen eingefahren. Und dann wird das Leben überschaubar, um das mal neutral auszudrücken. So, und was mir dann halt irgendwann fehlte, war dieses, ich möchte aber eigentlich Neues kennenlernen. Ich möchte wieder dieses Erleben spüren. Ich möchte mehr diese Vielfältigkeit. Ich möchte einfach mehr leben durch Erleben. Ja, also Erleben bedeutet für mich immer Leben. Was Neues kennenlernen, auch Dinge wieder eine Bühne zu geben, Platz zu geben, um zu schauen, ist das was für mich oder ist es nicht? Und nicht, was wir Erwachsene sehr gerne machen, ist sofort bewerten und sagen, nee, da, entweder ich bin zu alt dafür, aber das ist nichts für mich oder nee, das ist Spökes, weil wir halt Dinge gelernt haben. Und das ist halt etwas, wenn ich es schaffe, das fängt natürlich hier an, mich geistig wieder so zu verjüngen, ich nenne es tatsächlich verjüngen, flexibel zu sein, Ja. dann schaffe ich das halt eben auch auf physischer Ebene. Und das hat mich tatsächlich auch verjüngt auf physischer Ebene. Ja, weil ich halt sage, ich bin auf gar keinen Fall zu alt für vieles. Ja, cool. Danke. Ich möchte mal auf meine Zielgruppe ein bisschen näher lenken. Bei mir sind es ja überwiegend, sagen wir mal, überwiegend nicht alles, aber nicht alle, aber die meisten sind ja Mütter, junge Mütter. Also die haben im Großteil auch so die Kinder im Alter so von 2 bis manche auch schon 12, aber die meisten so eher die kleine Fraktion. Das heißt, die Körper der Frauen sind noch relativ beeinflusst von den Nachwehen der Geburt, der Schwangerschaft, das heißt Hormone, das eigene Selbstbildnis, die Psyche spielt ja da auch einen ganz wichtigen Punkt. Und da gehe ich ja ganz tief rein. Und ich weiß, das ist jetzt nicht deine Expertise, jedoch haben
Frauen bzw. Mütter, denke ich, ähnliche Knackpunkte, die sie gar nicht so wahrnehmen. Denn im Sport ist es ja so, dass, wie du das ja gerade angesprochen hast, dann hattest du einen tollen Körper, aber du konntest ihn gar nicht mehr richtig benutzen. Und so geht es ja vielen Müttern auch. Gerade dieses einseitige Tragen des Kindes, dann dieses verkrüppelte sich hinsetzen mit dem Stillen und so weiter und so fort. Natürlich gibt es in unserer Gesellschaft jetzt immer mehr Möglichkeiten, um das, ich sag mal, artgerecht zu machen. Also für uns Mütter, nicht für die Kinder. Bei den Kindern achten wir ja ganz doll drauf, aber bei uns selbst ja nicht. Und wenn wir jetzt mal einfach auf diesen Faktor eingehen wollen, dass da ist ein Schmerz. Und ich kann jetzt, um dich mal in meine Geschichte ein bisschen mitzunehmen, ich bin ja Läuferin und passioniert und beschäftige mich ganz viel damit, was richtiges Laufen ist, in Anführungsstrichen, beziehungsweise was gutes Laufen für meinen Körper ist. Was passiert beim Laufen bei mir? Was passiert mit dem Bewegungsapparat? Welche Folgen hat das? Und so weiter und so fort. Also gehe da sehr, sehr tief rein. Und ich habe das aber auch nicht immer gemacht. Also ich war schon immer Läuferin, aber ich habe noch nie so, also nicht immer so ganz intensiv da bin ich reingegangen. Und es hat erst an dem Punkt angefangen, als ich auf einmal zwei Kinder in meinem Kinderwagen drin hatte und ich mit zwei Kindern laufen gegangen bin. Was natürlich eine ganz andere Belastung auf den Körper ausmacht, als wenn man alleine geht oder nur mit dem kleinen, schmalen, zarten Mädchen, was eigentlich gar nicht auffällt. Und dann kam dann noch so ein kleines Buddha-Kind dazu, mein Sohn. Okay. Genau. Und da habe ich dann auf einmal festgestellt, oh je, ich kann mich auf einmal nicht mehr bewegen. Und mein erster Schritt war zum Orthopäden, weil als zweifache Mutter brauchte ich eine schnelle Lösung. Ja, Endresultat war, dass der mir null geholfen hat in dem Moment, was jetzt nichts über seine Arbeit aussagt oder die Qualität seiner Arbeit, sondern glaube ich eher über das Pensum, was die Ärzte teilweise abhucken dürfen täglich. Auf jeden Fall habe ich mir tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen, weil ich mich auf einmal damit beschäftigen musste, mir selbst geholfen. Und es war ja für mich einfach mal dieser Gamechanger im Laufen, dass ich nicht nur mit dem Kinderwagen, dass ich darauf achte, was mit meinem Körper wirklich intensiv passiert, sondern auch ohne Kinderwagen. Und genau, und das ist, finde ich, der Punkt bei vielen, nicht nur bei Frauen und bei Müttern, sondern auch insgesamt bei allen Sportlern. Aber ich möchte jetzt mal jetzt, nachdem ich so einen großen Bogen gemacht habe, darauf kommen. Wenn du mit einem Klienten arbeitest und der kommt zu dir, ich mache so viel Sport, ich mach XY jeden Tag, jeden zweiten Tag, whatever. Aber mir zwickt es in der Hüfte. Mir tut es da weh, ich komme nicht klar. Wie gehst du daran? Ich möchte wissen, warum er den ganzen Sport macht. Ja, wie geil. Ja, das Spannende ist ja, das war ja das, was ich eben schon sagte. Es fängt hier an. Ich liebe einen Satz, ich muss den auch hier nochmal sagen. Der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Wenn ich aber hier irgendwelche Glaubenssätze habe, und das ist ja leider ganz oft, ja. Bewegung wird gleichgesetzt mit Fitness, Sport. Bewegung ist nicht Fitness und Sport. Bewegung ist das, was du machst, wenn du morgens aufstehst, ins Bad gehst, dir die Zähne putzt, mit den Kindern spielst. Das ist Bewegung. Bewegung ist alles das, was du machst, wenn du nicht schläfst. So, und Fitness ist eigentlich nur eine Antwort darauf, auf den Alltag, weil wir uns halt sonst zu wenig bewegen, weil wir halt sitzende Tätigkeiten haben, die meisten halt, ne, Office-Job und sowas. Und dann schaffen wir uns halt eben einen Ausgleich. Und dieser Ausgleich ist halt in der Regel, man muss es leider so sagen, immer angstgesteuert. Ja, ich muss ja mich bewegen, weil sonst roste ich ein, meine Gelenke tun weh oder ich nehme zu oder es kann ja auch sozialgesellschaftliche Ängste bedeuten. Ja, da will ich gar nicht drauf eingehen. Und dann kann das mal zu einem autodestruktiven Muster werden. Ich bin jetzt die ganze Zeit am Ballern. Ich gehe jeden Tag zum Crossfit, ich gehe jeden Tag ins Gym, ich mache jeden Tag Aerobic. Der Körper sagt aber auch irgendwann, ja, du kannst vielleicht versuchen, einen Ausgleich zu schaffen, aber dann ist das die ganze Zeit 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Und dann fehlt so ein bisschen das Feingefühl auch in dem Körper und dann verlieren die Menschen sich selber. Sie spüren nicht mehr, was der Körper eigentlich für Signale gibt. Der Körper kann ja also kompensieren ohne Ende. Keiner von uns, mich eingeschlossen, wird den Körper 100% verstehen können. Dafür ist das Ding einfach zu komplex, zu wunderbar, auch intelligenter als wir. Sobald wir etwas nicht können, kann der Körper in unserem Auftrag, ohne dass wir den Auftrag erteilen müssen, kompensieren. Ah, das funktioniert nicht, egal, da machen wir irgendwas anderes. Aber irgendwann sagt der Körper, weil wir nicht drauf gehört haben, jetzt muss ich dich mal aus dem Verkehr ziehen und ich muss jetzt dekompensieren.
Da muss ich dir das Zwicken in der Hüfte geben, ich muss dir das Knieschmerz, den Knieschmerz verpassen, whatever. Das ist eigentlich immer noch ein positives Signal, weil der Körper sagt, ey, jetzt musst du wirklich reagieren. Das ist jetzt einfach nur so ein, ich ziehe dich aus dem Verkehr. Die Struktur kann immer noch in Ordnung sein. In Ordnung sein. Aber das Gehirn sagt, nein, mach das nicht mal, Manolo. Ich kenne es ja von mir. Das heißt, dann muss man halt eben schauen, was steckt dahinter? Wie kann ich denn da erstmal ausbremsen, um dem Körper erstmal die Bühne zu geben, mal auszuheilen oder mal sich alternativ bewegen zu können. Ja? Und dann fange ich halt eben auch an, wenn ich das so ein bisschen verstanden habe, wie derjenige da tickt, auch mit ein paar Ausgleichsübungen zu punkten. Manchmal brauche ich das gar nicht. Ich hatte sogar einen Kunden, das war auch so ein Online-Coaching. Da haben wir eigentlich wenig gemacht. Das Einzige, was er dann feststellen durfte, ist, er ist halt die ganze Zeit nur in diesem Hustle-Modus. Man muss halt, egal ob im Job oder im Sport, er muss sich überall beweisen. Dann hat die Schulter irgendwann wehgetan. Und dann hat er halt festgestellt, okay, wenn ich zumindest eine Sache aus der Gleichung rausnehme, einfach nur diesen, sehr viel CrossFit gemacht, jeden Tag CrossFit. Ja. Bumm, schon ist der Schmerz weg. Ja, weil der Körper einfach die Möglichkeit hatte, weil er nicht die ganze Zeit beladen wird, einfach mal sich selber zu regulieren. Ja. Geil. Also ähnliche Beobachtungen mache ich auch bei meinen Klientinnen. Wenn wir jetzt mal nochmal auf den Punkt Bewegung ein bisschen tiefer reingehen. Letztendlich ist es ja so, wenn man mal unsere eigene Geschichte ansieht, es gab ja eine Zeit, da mussten wir uns für alles bewegen. Wir mussten uns bewegen, um einen Partner zu finden, Nahrung zu finden, Wärme, alles, Schutz, whatever. Und natürlich ist es ja total positiv, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir jetzt den gesellschaftlichen Standard haben. Jedoch ist natürlich der Körper gar nicht darauf ausgelegt, in meiner Wahrnehmung, für das, was wir jetzt gerade uns ausruhen. Ich sage auch immer zu meinen Klientinnen, schaut euch eure Kinder an. Und da könnt ihr ganz, ganz viel sehen, was ihr für euch selbst mitnehmen könnt, wie ihr Bewegung in euren Alltag bringen könnt. Hast du da noch Ideen? Vielleicht gerade, wenn man auf dieses Beispiel der jungen Mutter mit ein, zwei Kindern einfach eingeht, wie da einfach diese Bewegung wieder natürlich reinfließen kann. Also es hat ja auch viel mit Einstellung zu tun. Ja. Hast du da eine Idee? Ja, absolut. Ich denke, ich weiß nicht, inwieweit du das Thema schon an deine Klienten da weitergebracht hast oder an deine Zuschauer, Zuhörer. Mütter haben, Entschuldigung, also nicht nur Mütter, junge Eltern haben das Glück, von den Besten zu lernen. Also auch meine Klienten, wenn ich halt weiß, da habe ich jetzt auch wieder jemanden, der müsste jetzt die nächsten Tage Vater werden. Das Wesen, was da rauskommt, wird mich um Längen übertreffen können. Und es hat nichts gelernt, was ich gelernt habe. Ich habe da jede Menge Bücher liegen. Ich habe sehr viel im selben Studium quasi da mir angeeignet. Aber die Kinder, und das ist das Glück, was diese jungen Eltern nicht sehen, sind die besten Bewegungstherapeuten. Ich will nicht sagen Trainer, Bewegungstherapeuten. Weil sie halt eben in dem wunderbaren Zyklus des Lebens sind, wo sie Bewegung erlernen dürfen. Gravity ist im Spiel. Dann fangen sie an, den Kopf zu heben, die Wirbelsäule zu stärken. Allein das ist ja schon eine geniale Übung, auf den Bauch zu legen, den Kopf zu heben. Und man muss sich mal so anschauen, wie ein Kind proportional aufgebaut ist. Besteht ja eigentlich fast nur aus Kopf. Und dann kommt der kleine Körper. Das heißt, so einen Kopf anzuheben, ist ja Hardcore-Arbeit für so einen kleinen Körper. Und das macht es nur, um eine Sache zu stärken, die Wirbelsäule. Und wir Holzköpfe laufen halt hier rum mit einer Haltung wie Pommes, ja, und wundern uns, warum wir dann Schmerzen kriegen. Und die kleinen Kinder machen halt so viel vor. Und dann sind sie eben auf dem Boden, krabbeln da ein bisschen rum, setzen sich dann eben in den Fersensitz rein. Und dann einfach mal als, weil das jetzt ein Thema ist, als junge Mutter einfach mal zu sehen, was macht denn mein Kleiner da oder meine Kleine da? Kann ich das kopieren? Oh nee, kann ich nicht kopieren, das ist ein bisschen unangenehm. Am Ball bleiben, einfach mal sich auf die gleiche Ebene bringen wie das Kind und nicht nur, ich bin jetzt derjenige, der für Schutz sorgen muss, für Nahrung sorgen muss, ne? Dann haben wir sofort eine Hierarchie. Das ist ja auch in Ordnung so. Das muss ja so sein. Ich meine, das sind ja Schutzbefohlene. Aber wir dürfen auf der anderen Seite dieses Hierarchiegefälle auch bewusst neutralisieren, wenn es darum geht, der Kleine hat mir aber auch was zu bieten oder die Kleine.
und dann halt eben mit auf dem Boden rumzurobben, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Wir wollen keinen Schmerz provozieren, gar keine Frage, aber wir können so ein bisschen dadurch uns aus den Komfortzonen rausbringen und uns an natürliche Bewegungen wieder zurückzuführen, weil das, was da passiert ist, die Grundvoraussetzung für Gehen, und das ist etwas, was den meisten auch nicht bewusst ist, wir brauchen ein Jahr, um laufen zu lernen. In diesem einen Jahr passiert so unglaublich viel, was die ganzen Yoga-Leute, die Mobility-Trainer, die Physios und wie sie alle heißen, versuchen ihren Kunden wieder beizubringen oder ihren Klienten. Und die Kinder machen das einfach vor der Nase und wir sehen es einfach nicht. Wir nehmen gar nicht wahr, was für ein Gold da eigentlich liegt an Informationen. Wir müssen es einfach nur gleich tun. Ja, wie cool. Ja, vielen Dank für die vielen wertvollen Bilder. Wenn wir dann noch mal ein Stück näher reingehen, ich kenne es ja selbst von mir. Man hat selbst seine Glaubenssätze, die man von den davorliegenden Generationen einfach mitbekommen hat, die man ganz unbewusst einfach anwendet und die haben wir alle. Und das fängt manchmal schon bei ganz kleinen Sprüchen an. Setz dich mal gerade hin, sitz mal still und so weiter und so fort. Und ich musste tatsächlich auch mich dabei erwischen, dass ich sie gedacht habe. Mit meinem Wissen darüber, beziehungsweise dadurch, dass ich mich sehr, sehr viel damit beschäftige, schon vor meinen Kindern, was denn gut für meinen Körper ist. Und ich habe mich zum Beispiel nicht damit zufrieden gegeben, dass ich Dinge einfach nicht mehr kann. So habe ich eigentlich angefangen. Dass ich festgestellt habe, mein Mann, der konnte immer die tiefe Hocke, der hat sich da immer hingehockt, ganz natürlich, der ist Autolackierer und der hockt dann immer und hat dann sein Auto lackiert. Und ich dachte immer, what? Und ich komme aus dem Tanzen, aus dem Solotanz gebürtig und habe immer gedacht, weißt du kannst hier im Spagat reinspringen, du kannst irgendwelche Beinführungen, irgendwelche Überschläge, Flickblacks, weiß ich. Und du kannst dich noch nicht mal in eine tiefe Hocke setzen, ohne dass du nur auf den Zehenspitzen balancierst und denkst, oh Gott. Paradox. Ja, paradox. Absolut. Genau, und mit diesem Wissen habe ich schon immer mich zurückgehalten, aber hast du so Dinge, die einfach im Alltag in einer Familie so vorkommen oder insgesamt in der Gesellschaft, wo du sagst, da darf man hingucken, dass man da irgendwie Alternativen findet, dass man da diese Bewegung beziehungsweise dieses Sitzen beispielsweise auf einen Stuhl etc., dass man da einfach ein bisschen näher hinschaut und da einfach Alternativen findet? Ja, ist ein spannendes Thema. Wir sind ja kulturell geprägt, ja, in unseren westlichen Hemisphären. Geh mal nach Fernost, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Da werden wahrscheinlich die wenigsten Probleme haben mit der tiefen Hocke, weil sie halt eben kulturell anders geprägt sind. Ja? Übrigens sehr spannend, dass dann halt da weniger orthopädische Probleme zu finden sind in Hüfte, Knie und Füße. Hingegen bei uns genau das Gegenteil der Fall ist. Ja? Und dann darf man das ruhig mal hinterfragen. Und sehr spannendes Thema, weil ich für mich dann auch irgendwann sagen muss, ich muss dieses Sitzen irgendwie brechen. Das ist ja auch der Grund, das wissen, glaube ich, die wenigsten, warum ich auch mitunter meinen Job gekündigt habe. Ich war halt in Fitnessstudios angestellt, habe Fitnessstudios geleitet, war am Ende des Tages nur am Schreibtisch gebunden. Hinterher zu Hause habe ich dann gesagt, das Wohnzimmer muss weg. Ich habe dann die Couch rausverfrachtet, den Tisch, wo ich jetzt dran wieder sitze, raus, Stühle raus, das muss alles weg. Und dann muss ich aber feststellen, naja, du musst ja schon ein Teil der Gesellschaft bleiben und du sollst jetzt kein Freak werden. Aber wir dürfen mal ganz genau hinschauen, ja, wie viel Zeit verbringe ich denn in meiner Wachzeit, außerhalb meines Bettes, tatsächlich auf Stühlen. Das Sitzen auf Stühlen ist nicht das Problem, sondern das Adaptieren an das Sitzen ist das Problem. Das heißt, das lange Sitzen. Und Kinder machen es ja eigentlich intuitiv vor. Die haben halt eben keine Lust, stundenlang zu sitzen. Also auch das Schulsystem so in der Form, das klassische Schulsystem, ist ja eigentlich auch eine Qual. Wir trainieren den Kindern Unbeweglichkeit bei, trainieren bei, wir bringen es ihnen bei. Ja? Und da darf man ruhig mal als Eltern, ich weiß, es kann vielleicht manchmal schwierig sein, wenn dann die Wirbelkinder da durch die Wohnung fetzen und du willst einfach nur deine Ruhe haben und willst sie dann irgendwie weiß nicht, wie ich das am besten formulieren soll, irgendwie runterfahren, lass sie sich bewegen. Ja? Beweg dann dich auch mit vielleicht als Elternteil. Es gibt kein gerades Sitzen. Es gibt nur das Nächste, die nächste Sitzpose ist die beste Sitzpose. Ist vielleicht dann auch schwierig, wenn du so ein Kind hast, was dann gar nicht mehr stillhalten kann. Ist schwierig zu beantworten, muss man halt im Einzelfall mal so ein bisschen betrachten. Ne? Wie darf ich da mit meinem Sprössling umgehen? Aber eine Sache ist definitiv gewiss, mit dem, was wir in unsere Kulturen da irgendwie mit einfließen haben lassen, auch mal gerne zu brechen.
gerade was das Sitzen betrifft. Ja? Und auch mal ein bisschen auf die Kinder hören. Ich mache das zum Beispiel, wir haben ja diesen Welpen. Ja? Und wenn sie, jetzt ist sie gerade am Schlafen, wenn sie wach ist, dann will sie spielen. Und dann ist ihr das egal. Die versteht ja meine Sprache nicht. Kinder können ja wenigstens noch verstehen. Und wenn sie dann halt spielen will, dann, das habe ich jetzt für mich gelernt, okay, dann wird gespielt. Dann lasse ich mein Buch mal eben links liegen. Dann wird jetzt halt eben online nicht weitergearbeitet. Das heißt, ich habe einen Klienten, dann sieht es anders aus, aber dann ist ja auch noch meine Frau da. Aber dann darf ich auch mal lernen. Nee, dann ist jetzt einfach mal Bewegungszeit. Punkt. Ja. Das lerne ich von meinem 5 Monate alten Welt. Das meine ich auch mit Hierarchie, ne? Ja. Ja, ich glaube, es ist auch so, dass viele auch da diese eigenen übertragenen Glaubenssätze einfach drin haben, dass beispielsweise bei Kindern, das ist, ich habe immer dieses Bild von, weil ich das selbst diese Generation war, ihr müsst an den Kindertisch. Also, dass es immer so diese Trennung gab früher. Und dass sich das zumindest in meiner Wahrnehmung langsam auch auflöst. Und also ich muss sagen, bei uns ist immer so ein Lernaustausch halt da. Und da möchte ich auch gleich zum nächsten Thema überleiten, dass ich ganz, ganz viele Mütter habe, weil ich mache ja auch von Kindersport oder anders, nicht Kinder, nicht, es ist kein reiner Kindersport, sondern es ist eher ein Bewegungskurs für Kinder. Also wir machen keinen Sport, sondern es geht wirklich darum, Bewegungen auszuführen, reinzuspüren, was passiert mit meinem Körper, was passiert, wenn ich diese Bewegung mache, wie geht mein Herzschlag und so weiter und so fort. Also es geht viel um Körpergefühl in diesen Kursen. Und als ich den ersten Kurs begonnen habe, kamen wirklich viele Eltern zu mir und haben gesagt, so Marie, hier ist mein Kind, das soll mal nicht die gleichen Probleme haben wie ich. Genau. Und da arbeite ich ja auch ganz intensiv mit den Müttern, wo ich dann immer sage, hey, guck erstmal auf dich, bleib erstmal bei dir, schau mal ganz genau hin, was tust du denn? Und werde dir mal bewusst, dass du das Vorbild bist. Du bist die Leinwand und dein Kind sitzt die ganze Zeit davor und schaut zu, was du tust und denkt, das, was du tust, ist richtig. Und auf was ich jetzt hinaus will, ist auf diese Vorbildfunktion, die wir als Eltern ganz einfach ausführen, aber unbewusst im Prinzip auch irgendwo missbrauchen, indem wir einfach diese ganzen Dinge, zum Beispiel dieses lange und viele Sitzen, dieses typische, ich bringe das Kind mit dem Auto zur Kita oder zur Schule, fahre mit dem Auto zur Arbeit, ins Büro und so weiter und so fort, sodass ich im Endeffekt letztendlich 80% meines Tages gesessen habe. Und wo ich da jetzt darauf hinaus will, hast du da Strategien, wie wir auch da diesen Ablauf durchbrechen können, wie wir da mehr Bewusstsein reinbringen können? Arbeitest du damit, diese Bewusstseinsarbeit, das Bewusstsein zu aktivieren? Wie oft sitze ich, du hast es vorhin schon gesagt, einfach mal drüber nachzudenken, wie oft habe ich denn am Tag gesessen? Wie gehst du daran? Sehr gute Frage. Jetzt habe ich ja das Glück, deswegen kann ich das, glaube ich, nicht so eindeutig beantworten. Jetzt habe ich das Glück, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die schon eine Reise hinter sich haben, die schon bewusst darüber sind, dass das, was sie derzeit machen und lange Zeit gemacht haben und was so kulturell mit überliefert ist, mit dem auch viel Sitzen und sowas, dass sie damit brechen müssen. Die sind ja schon so weit. Ich muss dann einfach nur den weiteren Keim einpflanzen, damit sie wissen, wo die Reise halt hingeht. Da jemanden abzuholen, der noch gar nicht so weit ist und noch gar keine Schnittstellen hat, stelle ich mir tatsächlich sehr schwer vor. Denn um so eine Veränderung, weil das ist ja, du veränderst ja eine komplette Persönlichkeit. Du bist ja mit all deinen Erfahrungen so, wie du bist. Du erfährst dich halt als Marie, als Manuel, als Günther, als Sarah, als Anna, ja. Und wenn ich dir jetzt sage, das, was du ja jetzt die letzten Jahrzehnte da machst mit diesen, weiß ich nicht, 8 Stunden am Tag sitzen, das ist nicht richtig, dann greife ich dich ja als Person an. Und das ist halt dann ein bisschen schwierig, da eine Waage zu finden. Wie schaffe ich es denn, diesen Menschen irgendwie abzuholen, ohne ihn zu seine Persönlichkeit auszuhebeln? Weil das machen wir, das ist halt immer so. Deswegen ist der erste Schritt immer für mich der leichteste, wenn sie schon intrinsisch einen Antrieb haben. Ich möchte mich schon verändern, weil ich merke, die Lösung in der normalen Welt, die ich da gesucht habe, die bringen mich nicht weiter. Ich muss jetzt offensichtlich ein bisschen alternativer arbeiten.
Ja, weil der Gang zum Orthopäde, zum Physio und so, das sind alles keine schlechten Anlaufstellen. Aber was du eben gesagt hast, halt die Zeit, die diese Menschen da haben, ja, das ist schon mal das Hauptproblem. Wie sollen sie denn jemanden abholen, der seit 20 Jahren das gleiche Fehlverhalten hat? Ja, dann kannst du nicht in ein paar Minuten irgendwie versuchen, diese Menschen abzuholen. Ja. Deswegen muss man dann halt einfach grundsätzlich umdenken. Das Einzige, was man halt da vielleicht machen kann, ist vielleicht anregen zur Bildung. Ich bin ja ein Riesenfan von, kauf dir einfach mal ein paar, und da empfehle ich natürlich auch Bücher, ne? Ein paar gescheite Bücher, dass du mal verstehst, wo kommt der Mensch her, was ist eigentlich so seine Reise. Was ich da immer grundsätzlich empfehlen kann, sind alle Bücher von Yuval Harari. Ah Ich weiß ja. nicht, ob du den kennst. Es Ja, gibt kenne ein ich. Buch von ihm, eine kleine Geschichte der Menschheit. Da geht er quasi einmal komplett von der Steinzeit bis heute durch. Aber es geht da nicht nur um Bewegung, sondern um alles andere, um Kultur, um Mathematik, alles Mögliche. Und das ist dann super spannend, weil dann bekommst du eine Idee. Ah, ich lebe quasi in einem 0,00000001-prozentigen Ausschnitt dessen, was der Mensch eigentlich schon für eine Reise hinter sich hat. Ich sehe aber nur diese 0,00000001. Und das ist halt für mich normal. Aber dann hast du so viel Wertvolles geskippt, wo aber die Antworten liegen. Deswegen ist zum Ja. Beispiel, was hast du ja eben auch schon gesagt, die Evolution des Menschen super interessant. Wo kommen wir eigentlich her? Was machen wir eigentlich? Und wenn du das so einigermaßen begriffen hast, dann kannst du dir auch gewisse Sachen ableiten. Und dann fangen wir wirklich an mit richtiger Bildung. Ja, wie cool. Ich werde im Übrigen auch für die Zuhörer den Link zu den Büchern in die Shownotes packen, damit es auch dann jeder findet, der dafür Interesse hat. Hast du ganz spontan vielleicht noch ein Buch, was hinsichtlich Bewegung ganz wertvoll ist? Bewegung liegt in deiner DNA, könnte spannend sein, wobei das schon vielleicht eher für Menschen interessant ist, die schon ein bisschen im Thema drin sind, weil die Katie, das ist die Autorin, Ja. die versucht das schon relativ allgemeinverständlich zu halten, aber da haut sie schon manchmal Dinge raus, wo du dann sagst, okay, weiß nicht, was Okay. das jetzt, was das sein soll. Was ganz cool ist, ich liebe diesen Menschen, Professor Dr. Liebermann. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch, Dein Körper heißt der. Und der macht eigentlich das, was der Yuval Harari in einem dieser Bücher macht, aber halt als komplettes Buch, wo er wirklich mal erklärt. Und da geht er auch auf viele Zivilisationskrankheiten ein. Katie macht das übrigens auch, aber die beschreiben das dann nicht als Zivilisationskrankheiten, sondern Verhaltenskrankheiten. Die Krankheiten, die wir alle haben, in der Regel, die meisten zumindest, sind, weil wir ein falsches Verhalten haben. Aber uns ist es ja nicht bewusst, dass wir ein falsches Verhalten haben, weil wir nur das kennen. Wenn wir nur eine Sache kennen, ist es für uns normal. Und da geht der Professor Dr. Liebermann, Dein Körper, eins der besten Bücher ever, einfach gut drauf ein. Dann kriegst du eine Idee. Darum geht's. Und dann kann dieser Keim quasi weiter wachsen. Ja, sehr cool. Ich verlinke, wie gesagt, die Bücher, sodass bei Interesse das einfach angeklickt werden kann. So, neues Thema. Ich bin ja auf dich gestoßen, da ich nach zwei Geburten meinen Handstand komplett neu aufarbeiten wollte. Also so bin ich tatsächlich auf dein Profil bei Instagram gestoßen, weil ich gedacht habe, so geht es jetzt hier nicht weiter. Ich habe nur Stabilität im Körper. Das ist eine reinste Qualle. Und ich finde, du gibst da sehr, sehr viele intensive Tipps mit und ich finde, insgesamt hat es auch eine gewisse Ästhetik. Und das ist genau der Punkt, worauf ich jetzt rauf will. Was ist für dich Ästhetik? Körperlich, sportlich, aus der Bewegung heraus gesehen? Sehr gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ästhetik war für mich lange Zeit halt das, was mir mein soziales Umfeld beigebracht hat. Auch die Medien, ist ja ein ganz großes Thema. Es gab ja Phasen, da hatte ich, weiß ich, was wiege ich jetzt? Ich weiß noch nicht mal, was ich wiege. Ich schätze irgendwas um die 74, 75 Kilo. Gab aber auch Zeiten, da hatte ich meine 92 Kilo muskelbepackt. Andere Jungs waren immer neidisch. Ja. Aber es war halt nicht ästhetisch, weil ich mich nicht bewegen konnte. Ne, wenn du sagst, du kommst aus dem Tanzen, dann weiß ich jetzt schon, dass dein Ästhetikempfinden ein ganz anderes ist. Dann ist es nicht nur rein optisch, sondern jeder Schritt kann ästhetisch sein, wenn der Mensch sich gut bewegen kann. Und das ist es halt. Ich habe für mich lernen dürfen, dass Ästhetik für mich nicht zwingend immer nur bedeuten muss, da bildet jemand
einen Stereotypen ab. Bestes Beispiel, mein Capoeira-Lehrer. Der Ja. wiegt 120 Kilo. Wenn der aber anfängt, als kleiner Papabär sich da zu bewegen, oh mein Gott, so leichtfüßig, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das sieht so genial aus, das ist für mich Ästhetik. Aber dann blende ich in dem Moment auch aus, dass der 120 Kilo wiegt, weil das interessiert nicht, weil die Bewegung ist so schön. Sogar, ich finde es sogar noch teilweise noch schöner, weil er halt eben schafft, 120 Kilo so leicht erscheinen zu lassen, wie ich kenne keinen anderen Menschen, der das kann. Ja? Es kann für mich auch ästhetisch sein, wenn ich dann plötzlich eine 80-jährige Dame hier in meiner Gasse spazieren sehe, die sich einfach leichtfüßig bewegt. Das ist für mich auch eine Form von Ästhetik. Ne? Dann ist immer die Frage, welchen Werten sprichst du deinem Ästhetikempfinden zu? Ja? Und das ist bei mir tatsächlich bei weitem nicht nur rein optisch. Das fängt eigentlich auch hier an, wenn ich halt meiner bewusst bin und mich nicht verstecken muss und nicht irgendwie denken muss, ich muss irgendwas repräsentieren, was ja viele leider zu viel machen. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja auch natürlich, dass wir uns repräsentieren. Na, aber dann versteckt man sich hinter irgendwelchen Maskeraden und dann merkt man halt auch schon, gerade wenn man ein bisschen bewegungsaffiner ist, da stimmt was nicht. Das bricht jetzt auch die Ästhetik. Das sieht man auch gerade heute bei den ganz jungen Mädels. Da sind hübsche Dinger dabei, aber die sind dann sehr viel gekünstelt und das bricht dann leider die Ästhetik, wenn wir jetzt mal rein objektiv sein müssten. Ja? Kannst du den Punkt ausmachen, wo sich das bei dir geändert hat, dieses Bewusstsein von Ja. außen, von Medien zu dem, was du heute empfindest? Also das waren diese Mitte 30er, die ich da eben beschrieben habe, wo ich dann Anfang Mitte 30, wo ich dann von hier nach, und dann kommen wir zu meinen Handstandphasen und sowas, wo ich dann erkennen musste, diese ganze Fitnesswelt ist vielleicht nur ein Teil dessen, was Bewegung ausmacht. Ich hatte ja die Schmerzen, also ISG-Probleme mit der Hüfte, eben Schwierigkeiten mit dem Fuß, mit der Brustwirbelsäule, immer Blockaden gehabt. Und dann kam ich irgendwann auf Ido Portal. Ich weiß nicht, ob du Ido Portal kennst. Ja. Ja, Ido Aber Portal vielleicht, ist, genau, kannst du es vielleicht nochmal ja, ausführen für die, die es noch nicht kennen? Ido Portal ist eigentlich so einer meiner Mentoren, wenn es um Bewegen geht. Er kommt selber aus dem Capoeira und hat dann halt festgestellt, und Capoeiristas können sich schon wunderbar bewegen. Also wenn du so einen Capoeirista mal siehst, wie der Saltis springt, wie er dann auf einem Arm dann anfängt zu springen, fast wie so ein Breakdancer, da denkst du dir, das ist die Königsdisziplin. Aber er sagte dann halt auch, nein, ich habe da noch ganz viele Antworten nicht gefunden und hat dann halt eben versucht, die Welt zu erkunden, was Bewegen betrifft. Dann ist er halt in alles reingegangen, in Yoga, in Pilates, in Kickboxen, in was weiß ich, alles Mögliche und hat halt für sich eine Essenz entdecken dürfen. Und das hat mich halt so inspiriert, weil er sagte halt auch zum Beispiel sowas wie Fitness ist halt einfach nur, er sagte das halt auf Englisch, Reverse Engineering. Das heißt, das, was wir eigentlich machen, ist Ästhetik aufbauen, aber wir gehen in der Biomechanik wieder zurück. Wir entwickeln uns zurück. Wir setzen uns auf Maschinen, machen irgendwelche Geschichten, aber wir entwickeln uns zurück. Deswegen sind Kinder halt so genial, weil sie sind halt noch an der Quelle, was die Bewegungsessenz betrifft. Und dann durfte ich halt feststellen, du hast zwar eine Bewertungssache natürlich, einen schönen Körper, aber du kannst dich da nicht bewegen. Ich möchte mich bewegen können. Ich möchte mich wieder frei fühlen können. Ich möchte auch diese Fesseln vom Gym endlich lösen. Ich möchte die Schmerzen lösen. Ich möchte mich im Alltag auch wieder bewegen können, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt Mitte 30. Kann aber jetzt nicht sein, dass ich jetzt anfange zu degenerieren, alt zu werden. Und dann muss ich halt, durfte ich halt feststellen, ah, das geht, ist sogar relativ einfach. Löse erstmal hier so ein paar Ketten, dann kann der Körper danach ziehen. Und das war dann halt auch der Startpunkt für die Verjüngung meines Körpers, beginnt mit dem Ja, Geist. cool, sehr wertvoll, Dankeschön. Ganz kurz da auf diese Ketten nochmal eingehend. Mit meinen Klientinnen sind ja zwei Hauptthemen. Also wenn die Klientinnen zu mir kommen, ist das erste Hauptthema Abnehmen, Gewichtsreduktion. Zweites Thema, was wir dann meistens gemeinsam erarbeiten, ist schmerzfrei leben. Und ich möchte auf den ersten Punkt mal eingehen. Siehst du da auch einen direkten Zusammenhang Ketten lösen mit Gewichtsreduktion? Bestimmt. Ich muss sagen, dass auch wenn ich Personal Trainer bin, die meisten verbinden halt immer Personal Trainer mit jemandem, der
die auch das Abnehmen beibringt. Da bin ich ganz weit weg von. Okay. Bei mir geht es wirklich nur um Bewegung. Das, was ich aber beobachten konnte, ist, geh einfach mehr auf natürliche Lebensmittel, steig so weit, wie es für dich vertretbar ist, auf pflanzliche Produkte um. Bums aufs Ende ist der Drops gelutscht bei vielen tatsächlich. Weil das, Ja. was wir da machen mit unserem Körper, Überernährung ist ja das gleiche Problem, was wir mit Bewegung haben, dass wir da ganz viele Dinge als normal erleben. Das sehe ich ja jedes Mal, wenn ich im Supermarkt auf das Kassenband schaue, was mein Vormensch da drauf legt, was als normal empfunden ist, aber eigentlich eine Tragödie für den Körper ist. Das sind ganz viele Dinge, die man einfach da reduzieren kann. Und plötzlich sagt der Körper, oh yo, jetzt kann ich mich auch da mal so ein bisschen mitteln. Ja? Das sind eigentlich nur zwei Sachen. Versuche auf echte Lebensmittel zu gehen. Und mein Supermarktgang beschränkt sich darauf, ich bin dann halt eben der Obst- und Gemüseabteilung. Da bin ich weitestgehend. Und dann ganz viele Regale werden einfach geskippt, weil das einfach Industrieware ist. Ja? Und Ja. das zweite ist dann halt eben viel pflanzlich. Weil ich glaube, das ist vielleicht noch eine Sache, was gerade beim Abnehmen super wichtig ist, alles, was Fett und Kohlenhydrate in Verbindung bringt, und das sind halt auch so viele Backwaren und frittierte Sachen und viele tierische Produkte auch, wenn man das einfach reduziert, bumm, kann der Körper sich da quasi neu regulieren. Cool. Danke, dass du da trotzdem darauf eingehst, auch wenn es jetzt nicht in deiner Expertise liegt. Manuel, ich habe jetzt noch zwei Abschlussfragen, Sehr die gerne. ich jedem meiner Interviewpartner stelle. Die erste Frage: Wenn du ohne Limitierung, also es kostet dich keine Zeit, kein Geld, kein gar nichts, wenn du aber etwas ändern könntest in dieser Welt, was wäre das? Ich habe ja gelernt, wenn du mit der Welt nicht zufrieden bist, dann sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. So, ich bin bei weitem nicht perfekt. Ja, also jeder hat so seine Laster. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich etwas machen könnte, um noch besser meine Rolle da ausleben zu können. Aber ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan davon, sich mehr Zeit zu nehmen in der Natur. Ja, ab in den Wald. Und ich bin, das ist auch ein zweites Thema, ein Fan davon, lebe ein bisschen natürlicher. Also das, was wir uns da die ganze Zeit auch reinpfeifen per Essen, das hast du Ja. eben eigentlich schön aufgegriffen. Es ist nicht mein Hauptthema. Dennoch sage ich halt immer wieder, versuch viel pflanzlich zu essen, weil was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Ich rede das nicht von den Tieren, das ist nochmal ein eigenes Ja. Thema, wenn es um Ja. Ethik geht. Es geht aber auch um unsere Welt. Ja? Was da eine Ökobilanz dran hängt, wenn wir halt eben viel tierisch essen. Und wir haben eigentlich alle die Verantwortung, auf diesem Planeten mehr das Richtige zu tun und nicht nur aus Eigeninteresse zu agieren. Und da gehört halt tatsächlich alles damit zu tun, was unsere Ressourcen betrifft und eben Flächen betrifft. Und gerade das Thema Ernährung ist halt super wichtig, zu sagen, okay, dann gehe ich halt ein bisschen mehr auf echte Lebensmittel, auf pflanzliche. Vielleicht so etwas, damit die Leute das besser verstehen. Ich lebe mittlerweile vegan. Das bedeutet aber nicht, dass jeder vegan leben muss. Jeder darf halt nur seine tierischen Produkte so ein bisschen runterfahren. Aber um das mal gewusst zu haben, ich kenne nicht mehr genau die Zahl, irgendwas mit mindestens zwei Drittel, wenn nicht sogar drei Viertel der Gesamtflächen auf diesem Planeten, die belegt werden für die Viehzucht, ja, sind halt eben Landflächen oder Agrarflächen, die genutzt werden für die Viehzucht. Und wenn man das einfach mal umswitcht auf wir essen direkt die Pflanzen, dann haben wir erstmal ganz viel Platz gespart. Und eventuell auch sehr viel Tierleid erspart. Ja? Weil wir werden halt nun mal immer ein bisschen mehr. Und was nützt uns, und jetzt bin ich mal ganz provokant, unsere beide Arbeit, wenn wir so viel Raubbau an diesem Planeten betreiben, dass wir vielleicht unsere Generation danach oder danach irgendwann vielleicht alle arbeitslos werden, weil wir ganz andere Probleme haben, weil wir kein Wasser mehr haben, weil wir unsere ganzen Ökosysteme einfach kaputt gemacht haben. Dann nützt unsere beste Arbeit nichts, wenn wir versuchen, den Leuten Bewegung beizubringen, wenn wir einfach keine Basis mehr haben auf diesem Planeten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen auf Worst Case
dargestellt, aber man sollte das einfach mal in Betracht ziehen, weil dieser ständige Wachstum, den wir da haben, der kann nicht gut gehen. Und Corona macht es ja quasi auch so ein bisschen gerade deutlich, wie krass wir uns ausbremsen müssen, um zu verstehen, dass wir auch mal so ein bisschen runterfahren dürfen und nicht nur. Ich habe noch eine ganz kurze Frage dazu. Du hast so eine sehr, sehr gute Vorlage dafür gerade gegeben. Ich habe eine ähnliche Ernährungsweise wie du. Ich habe da so ein kleines Käselaster. Besonders, wir sind oft in den Bergen unterwegs aufgrund Klettern und Wandern und Co. Und da habe ich so ein Käselaster, was ich dann ab und zu nachgehe. Jedoch komme ich immer wieder an den Punkt, dass wenn ich über Ernährung spreche von mir, wie ich mich ernähre hauptsächlich, dass mir dann Glaubenssätze entgegengeworfen werden. Das kann doch nicht sein, das ist doch eine Mangelernährung. Wie kannst du denn dein Eiweiß als Sportler auffüllen etc.? Kannst du darauf mal kurz eingehen, gerade wenn du ja. jetzt dich gerade auch so als Sportler ernährst? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Wenn ich das ist übrigens eine der Dinge, deswegen sage ich es eigentlich so gut wie nie, ne, dass ich zum Beispiel vegan bin. Weil die Leute haben da einfach gar kein Verständnis für. Das ist aber wieder geprägt von außen. Ja? Komme ich aber gleich mal drauf zu. Das Erste, was die Menschen dann machen, wenn ich es doch mal sage, dass ich halt sehr viel pflanzlich esse oder vielleicht sogar es mir rausrutscht, dass ich vegan bin, ja? Das habe ich hier bewusst gesagt. Was ist das Erste, was die Leute machen? Sie versuchen es zu dementieren oder reden von sich. Ja, ich versuche jetzt auch schon meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Und daran siehst du das, wenn ich, sie spiegeln sofort. Ich habe doch gar nicht gefragt, was du machst. Du darfst doch machen, was du willst. Dass ich vegan bin, ist meine persönliche Entscheidung. Damit werte ich nicht über dich, wenn du jetzt sagst, ich esse Käse oder Hans isst halt eben jeden Freitag seinen Fisch und sein Kotelett dienstags. Sollen die Leute ja machen. Das ist ja nur meine persönliche Entscheidung. Aber was die Leute halt immer sofort machen, ist sofort spiegeln. Warum? Das ist das, was ich auch eben gesagt habe. Es ist ja ein Teil der Persönlichkeit, das, was du da Zeit deines Lebens machst. Und wenn ich sage, ich bin vegan, dann kritisiere ich, das tue ich nicht, ich kritisiere nicht, aber diese Menschen fühlen sich kritisiert. Oh, der ist ja ganz anders. Jetzt fühle ich mich irgendwie in meiner Persönlichkeit angegriffen und dann fangen sie an zu, nee, das geht doch gar nicht, weil sie sich das nicht vorstellen können. Oder, ja, ich reduziere auch schon, weil sie schon wissen, okay, da sollte man ein bisschen dran arbeiten, aber sie sind zu lame, zu lazy oder zu bequem halt. Ne? Und das ist halt immer super spannend, weil du dann halt schon merkst, entweder sie sind noch nicht so weit oder sie sind schon so weit, verstehen das Thema und sie fangen direkt an zu projizieren. Das sind aber so ganz viele Dinge. Da geht auch der Liebermann drauf ein. Was ist eigentlich so unsere Reise? Wofür sind wir gemacht, wenn man sich unsere Zähne anschaut? Wir sind nicht die reinen Fleischfresser. Dennoch hat uns der Fleischkonsum zu der dominierendsten Spezies der Welt gemacht. Das darf man auch so sagen. Aber das, was halt eben heute so passiert mit so viel tierisch, um an Eiweiß dran zu kommen, das ist wieder eine Erfindung der Wissenschaft. Ja, da gibt es auch, da habe ich der... Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche habe ich noch ein Buch ausgelesen. Da deckt er das so ein bisschen auf, dass sich die Menschheit da verlaufen hat. Vielleicht noch eine Sache, weil ich die sehr inspirierend finde. Ich glaube, der Liebermann sagt das auch in dem Buch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nochmal auch für die Mütter super interessant. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Die Menschenmuttermilch ist die Muttermilch im gesamten Säugetierreich mit dem niedrigsten Eiweißgehalt. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt. Wir Menschen sind ja diejenigen, die am unfertigsten auf die Welt kommen. Wir brauchen ja, was habe ich eben gesagt, ein Jahr, um laufen zu lernen. Schau dir mal so einen Fohlen an oder hier unser kleiner Papi. Ja, die brauchen Stunden oder vielleicht ein paar wenige Tage, dann können die schon laufen. So, und wir sind einfach unfertig, bräuchten quasi richtig viel Baumaterial. Ja, und wir haben einfach mal das wenigste Eiweiß in dem, was wir als erstes brauchen, um halt eben zu wachsen. Das sind ja schon Widersprüche und die Natur gibt uns schon die Antworten und wir sagen dann halt, weil irgendein Wissenschaftler aus den Staaten 1930 gesagt hat, wir brauchen mehr Protein, dann baut sich die ganze Wissenschaft darauf auf. Ja, wir brauchen das. Das sind ja Dogmen, die haben sich ja so eingebrannt in die Köpfe und dann wird das halt immer gleichgesetzt mit, ja, du brauchst halt eben tierische Produkte. Nein, Brokkoli hat auch Eiweiß. Aber wenn du dann auf die Wissenschaft hörst, dann kann es auch mal sein, dass du Studien entdeckst, wo dann gesagt wird, Brokkoli ist giftig.
mach dir deine eigene Meinung, belese dich so ein bisschen, dann wirst du so den Schleier dessen auch mal lichten können, was da an Informationen da draußen rumschwirrt. Aber so viel kann ich schon mal sagen. Wenn ich wollte, ich denke, ich könnte wieder ein paar mehr Muskeln provozieren durch vegan, dann ginge das auch. Ist jetzt gar nicht mehr mein Anspruch, aber meine Freundin ist auch schon seit 2 Jahren, glaube ich, vegan. Ich bin erst seit 2 Monaten komplett vegan. Vorher war ich so ein bisschen flexi wie du. Funktioniert. Keine Mangelerscheinung, nichts. Ja. Aber das ist nicht das, was ich unbedingt empfehle, weil das bedeutet, da darfst du dich schon extrem in das Thema reinfuchsen. Wenn jeder, ich sage jetzt mal zu, jetzt nenne ich mal irgendeine Zahl, 80% pflanzlich orientiert arbeitet und der Rest ist ein bisschen Fleisch, Käse, Fisch, Eier, do it. Weil das, was dann auf Weltbühne passiert, ich glaube, dass wir dann plötzlich mindestens 1/4 Agrarflächen frei haben. Ich glaube auch, dass Ernährung auch, also so arbeite ich zumindest, auch viel mit Körperkontakt zu tun hat und dass man das halt, ich auch immer sage, bei unseren Autos verstehen wir es schon, dass es halt Diesel, Benziner, Elektroden, Hybriden gibt und ich meinen Benziner nicht mit Diesel tanken kann, nur weil der Diesel gerade preiswerter ist oder weil er mir gerade besser riecht oder was auch immer. Und dass wir ja bei unseren Körpern ja oftmals oder die Gesellschaft oftmals davon ausgeht, ah ja, die Werbung ist gut, die sagt mir, ich sehe gut aus oder ich werde glücklich oder was auch immer, wenn ich das esse und dann esse ich das und fühle selten hinein, was denn tatsächlich mein Körper zu diesem Produkt sagt, wenn ich das esse. Und dann sind auf einmal Blähungen und Verstopfungen normal und dann kommen solche Dinge dann raus wie, ja, das habe ich schon immer. Ja, aber das darf ja eigentlich gar nicht sein. Also ich kenne das noch von mir. Ne? Ich habe 1 Kilo Quark am Tag gegessen. Ich habe zu meiner und teilweise bis zu 1 Kilo Fleisch am Tag. Hatte ich die ganze Zeit Flatulenzen. Plus ich war jedes Mal komplett groggy nach dem Essen. Da musste ich mich erstmal 1 Stunde hinlegen. Ja, ist doch nicht natürlich. Nee. Ja. Zumindest ist es nicht, wenn dein Darm die ganze Zeit da am Rumoren ist, weil du da die ganze Zeit Laktose reinpumpst. Ne? Ja. Es war aber ist ein sehr spannendes Thema, was du da sagst. Gerade auch unser Mikrobiom, also Darm, ist ja, jeder Mensch ist da ja einmalig, das ist wie ein Fingerabdruck. Hm. Ja? Das ist vielleicht nochmal eine Sache, das habe ich auch immer wieder feststellen dürfen, wenn die Leute halt sagen, ich hatte auch meine Rohvegan-Zeit, habe ich nur rohes Zeug gegessen. Ja, das geht doch gar nicht, ich habe das auch mal probiert, aber habe ich Durchfall gehabt. Natürlich, ja. Weil dein Darm braucht ja auch erstmal ein Milieu, um das, was du da oben reinhaust, ja, jetzt bleiben wir mal kurz bei Benziner und Diesel. Ja, du hast deinen Darm halt eben auf Diesel eingestellt, jetzt packst du da plötzlich Benzin rein. Ja, wie soll der das denn verarbeiten können? Das dauert vielleicht ein paar Monate, bis dann dein Mikrobiom, also deine Bakterienzusammensetzung, auch das verarbeiten kann. Aber das Schöne ist, das ist adaptiv. Ne? Ich kann mit allem, was ich da oben reinschmeiße, einen Einfluss halt auf, natürlich auf den gesamten Körper haben. Aber das ist dann halt auch nochmal so ein Ding, ja, habe ich probiert, funktioniert nicht. 3 Tage? Naja. Ja, wie geil. Genau. Ich komme zur letzten Frage. Ganz spannend. Manuel, stell dir mal vor, ganz unabhängig davon, wann das sein mag, du sitzt als älterer Mensch an deinem Lieblingsort in deinem Leben und du schaust auf dein Lebenswerk zurück. Wie darf dieses aussehen? Also welchen Fußabdruck willst du hinterlassen? Welche Delle im Universum? Was wird es sein? Dass ich Menschen, viele Menschen, viele kann, ein Mensch kann schon viel sein. Es können 10 sein, das können 100 sein. Ja? Dafür inspirieren konnte, wovon ich überzeugt bin. Deswegen ist das schön ja auch mit Social Media. Also ich würde einfach ganz gerne so meine Sicht auf die Welt, dass das mehr Menschen inspiriert. Wir müssen das nicht 1:1 alles aufsaugen, aber ich denke, dass da ganz viele Dinge dabei sein können, die einem selber sehr gut helfen können oder seinen Liebsten. Ja, Du hast das eben so schön gesagt, wenn du die Mütter und Väter da erreichst, dann haben die Kinder es ja viel leichter, das Positive zu kopieren, als immer nur das, was halt destruktiv ist. Ja? Das ist ja der Auftrag quasi über Gravity Coach. Und je mehr ich das schaffe, umso mehr hinterlasse ich ja auch meinen Fußabdruck hier. Selbst wenn ich dann irgendwann nicht mehr bin, das geht ja irgendwie weiter.
was die Medien können, im Superlativ, das können wir alle auch im Einzelnen, ja. Halt eben nur mit unseren Werten. Dankeschön. Ich danke dir für deine Zeit noch einmal und ja, dafür, dass du mit mir jetzt hier diese, ja, fast Stunde verbracht hast. Vielen lieben Dank. Ja, danke auch. War sehr inspirierend. Herzlich willkommen zurück. Was für ein geiles Interview. Ich hoffe von Herzen, dass dir das Interview genauso sehr gefallen hat wie mir und dass du auch so, so viele Dinge für dich in deinen Alltag integrieren und mitnehmen kannst. Sämtliche Buchempfehlungen, die Manuel in dem Interview ausgesprochen hat, habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Und auch wenn du jetzt denkst, ich möchte mit Manuel zusammenarbeiten, ich möchte mich inspirieren lassen, ich möchte noch viel, viel tiefer in die Thematik Bewegung einsteigen, dann melde dich sehr gerne bei ihm. Auch seine Kontaktdaten habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche mir von Herzen, dass du mir bei Instagram und Facebook unter dem heutigen Post einen Kommentar da lässt, was du aus dem Interview für dich mitgenommen hast, welche Aha-Momente du empfunden hast und was dich inspiriert. Ich freue mich auf einen grandiosen Austausch und bis dahin, denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.